Also was wir jetzt sehen, ist die riesige nackte Bühne, wenn man das so sagen darf. Wir sehen hier vor uns die Lichtcases, die Soundcases. Also was jetzt passiert, ist, dass Ton und Licht hier eingebaut wird und das wird dann am Abend getestet und gepumpt. Wir haben ursprünglich gedacht, dass sie vorher kommt und nach Wien abreist. Jetzt wird sie im Moment, wie es ausschaut, so sein, dass sie heute kommt und dafür erst am Mittwoch nach Polen weiterfliegt. Da ist ja viel Zeit für ein Tourismusprogramm. Was ist dein Plan? Also wir haben also die interessanteren, größeren Museen und Ausstellungs- und Besuchsmöglichkeiten haben wir kontaktiert und informiert und wir sind auf Standby. Üblicherweise gibt sie uns ja das nicht lange vorher bekannt, sondern das wird wahrscheinlich 2-3 Stunden vorher erst sein, damit sie auch security-mäßig die Sicherheit hat, dorthin zu kommen, ohne dass Fanmassen sie begleiten.